keine Ahnung, ob ihr mich überhaupt hören könnt, aber ich starte jetzt mit dem ersten Buch im Urlaub und ja, sehr cool auf jeden Fall. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Wie ihr an den Aufnahmen wahrscheinlich bisher mitbekommen habt, sind wir bereits im Urlaub und heute ist auch Dienstag, das heißt, es ist der zweite richtige Tag, also am Sonntag sind wir angekommen, das heißt, es war eigentlich nur so ein halber Tag, der zählt da nicht so ganz. Aber ja, ich dachte mir, ich mache mal jetzt so eine kleine Sequenz hier dazwischen, weil wir machen nämlich gerade so eine Art Mittagspause oben im Apartment, weil es unten am Strand einfach viel zu heiß ist und ich mit Hitze nicht umgehen kann. Ist natürlich perfekt für den Urlaub hier, aber egal, das war schon immer so. Mit meiner Strandmuschel geht es zum Glück, aber trotzdem, an sich ist es trotzdem viel zu heiß und ja. Ich dachte mir, ich zeige auf jeden Fall mal ganz kurz, welche Bücher ich im Endeffekt jetzt wirklich mitgenommen habe. Ich werde mal diesen Stapel hier in die Kamera halten. Und ich weiß selbst ganz genau, dass es zu viele sind. Das heißt, das muss mir keiner sagen. Das sind die hier geworden. Ups. Ja, bisschen sehr viel, aber auch egal. Ich werde jetzt einmal mal kurz der Reihe nach durchgehen und danach sagen, warum es so viele überhaupt geworden sind. Also das erste, was ich hier mitgenommen habe, ist Die verborgenen Insignien des Pan von Sandra Regnier. Das ist der dritte Band von der Pan-Trilogie. Den lese ich im Buddy Read. Also wir haben uns jetzt wieder ausgemacht, dass wir eben diese Woche starten. Eigentlich wollten wir gestern starten, aber dann war so viel los, dass wir gesagt haben, wir starten heute. Und wir lesen so 30 Seiten pro Tag. Das heißt, deswegen ja, werde ich da wahrscheinlich nicht das ganze Buch schaffen, sondern eben nur diese 30 Seiten. Und deswegen habe ich das auch mitgenommen, weil ich mir dachte, es ist ja eigentlich egal, da drüben stehen jetzt gerade Leute am Balkon, aber ich glaube, die schauen eh nicht zu mir her. Warum sollten sich die dafür interessieren? Die wollen das Meer sehen. Genau. Das heißt, da lese ich so jeden Tag um die 30 Seiten. Als nächstes habe ich dann ein Buch mit, das ich in einem Try Chapter gelesen habe. Und zwar Heat of the Moment von Lauren Barnhold. Ja, mit dem habe ich noch nicht begonnen, aber auf das freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das perfekt ist für den Urlaub hier. Das nächste, was ich mitgenommen habe, ist Ophelia Scale, Der Himmel wird beben von Lena Kiefer. Das ist der zweite Band von Ophelia Scale. In meinem Video, wo ich die Lieblingsbücher gelesen habe, habe ich ja den ersten Band gelesen und total geliebt und deswegen bin ich mega gespannt auf den zweiten Band. Ich habe mir den dann auch gekauft, bevor ich in den Urlaub gefahren bin. Ich wollte eigentlich nichts kaufen wegen meinem Sub, aber ich muss dazu sagen, der ursprüngliche Plan war es, das Buch aus der Bibliothek auszuleihen. Dann auf dem Weg dorthin bin ich aber drauf gekommen, dass die Bibliothek nicht bis 17 Uhr offen war, so wie ich eigentlich gedacht habe, sondern nur bis 15 Uhr. Ja, und deswegen war ich dann zu spät dran. Und dann blieb mir leider nichts anderes übrig, als das Buch zu kaufen. Aber nachdem ich sowieso die ganze Reihe kaufen wollte, weil mir sie wirklich sehr gut gefallen hat, also der erste Band halt bisher, dachte ich, mir ist jetzt auch egal, dann kaufe ich jetzt halt den zweiten. Und ich habe auch das Taschenbuch gewählt, das heißt, ich habe weniger Geld dafür ausgegeben. Auch nicht schlecht, aber mir gefallen die Taschenbücher auch richtig, richtig gut, muss ich sagen. Mit dem habe ich auch noch nicht begonnen, aber das will ich auf jeden Fall auch bald lesen, als eines der nächsten Bücher. Aber eigentlich will ich alle, die ich mit habe, bald lesen. Dann habe ich eins mit, was ich auch schon gezeigt habe, People We Meet on Vacation von Emily Henry. Mit dem habe ich auch noch nicht begonnen, aber das ist so, ich weiß nicht, es ist so floppy und ich mag das so gern. Das passt einfach so richtig gut zum Strand. Ja, habe ich aber bisher eben auch noch nicht gelesen. Das nächste, was ich dann mit habe, ist Rabbits von Terry Miles, was ich eben auch gezeigt habe in dem Video, in dem letzten Video. Das hat es auf jeden Fall mitgeschafft. Ja, bin auf jeden Fall auch mega gespannt darauf. Und jetzt kommen wir zu einem Buch, mit dem ich begonnen habe gestern, und zwar Amy on the Summer Road von Morgan Matson. Das habe ich eben gestern begonnen und bin jetzt auf Seite 340. Das heißt, ja, das werde ich auf jeden Fall heute noch fertig schaffen. Sind ungefähr, ich glaube, so knappe 400 Seiten oder irgendwie sowas. Ja, 475 ungefähr. Genau, gefällt mir bisher richtig, richtig gut. Also ich wusste nicht genau, was ich von dem Buch erwarten soll. Ich hatte gar keine wirklichen Erwartungen, aber es gefällt mir richtig, richtig gut. Und es passt auch, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gut zum Sommer. Wie dem Titel auch schon steht. Nee, aber auf jeden Fall, ja. Bin ich sehr, sehr happy, dass ich das mitgenommen habe und dass ich das jetzt endlich lese. Ich verstehe nicht, warum ich so lange damit gewartet habe, weil das
mir vor ein paar Jahren sicher noch besser gefallen hätte, als es jetzt tut. Aber egal. Tja, das werde ich dann heute beenden. Das heißt, dann habe ich am zweiten richtigen Tag schon mein Buch beendet. Ich glaube, ich schaffe trotzdem nicht alle, aber egal. Und das letzte Buch, mit dem habe ich auch schon begonnen, ist Elias und Laia, die Herrschaft der Masken von Sarah Tahir. Das ist eben der erste Band von einer Reihe. Den habe ich, glaube ich, auch in meinem Video gezeigt damals. Genau, der hat es auch mitgeschafft. Und da bin ich jetzt gerade auf Seite 28. Ich weiß aber, dass ich davon mal eine Leseprobe schon gelesen habe. Das heißt, eigentlich könnte ich schon weiter vorne sein, aber ich habe beschlossen, einfach nochmal zu lesen, beziehungsweise den Anfang so ein bisschen zu überfliegen, einfach damit ich nochmal ein bisschen drin bin. Ich kann mich zwar schon noch erinnern, was in der Leseprobe passiert ist, aber trotzdem, ja, wollte ich einfach mal alles lesen. Das sind also alle Bücher, die ich jetzt mitgenommen habe. Ich mag es aber halt im Urlaub eigentlich auch gern, dass man einfach so ein bisschen mehr Auswahl hat. So, keine Ahnung, weil vielleicht habe ich dann doch irgendwie Lust auf ein anderes und dann würde ich gern das lesen und ich weiß es nicht. Ich versuche mich einfach gerade zu rechtfertigen, warum ich so viele Bücher mitgenommen habe. Egal. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Hi, ich glänze ein bisschen. Das liegt zum einen daran, dass noch ein bisschen Sonnencreme in meinem Gesicht ist und zum anderen daran, dass es einfach sehr heiß ist und ich schwitze. Und meine Haare sind ein bisschen, ja, voll mit Meersalz, deswegen sind sie so ein bisschen nicht so geschmeidig, aber egal. Ich wollte jedenfalls ein ganz kurzes Leseupdate machen, denn ich habe mittlerweile nämlich schon zwei Bücher beendet und habe zwei Bücher angefangen. Und da werde ich einfach mal ein bisschen was drüber erzählen, denke ich mir. Sonst wird das Ganze hier nämlich kein gutes Büchervideo. Genau, das erste Buch, was ich auf jeden Fall beendet habe, ist Amy on the Summer Road von Morgan Matson. Das habe ich ja am zweiten oder am ersten richtigen Tag angefangen. Und das Buch hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich habe es innerhalb von 2 Tagen ausgelesen. Das heißt, man kommt auf jeden Fall sehr, sehr schnell voran. Das Buch hat ja 470 Seiten ungefähr, aber trotzdem fühlt es sich überhaupt nicht so an, als wären das so viele Seiten. Ich fand die Story richtig, richtig gut und mir hat es so viel Spaß gemacht, mit Amy und Roger, das sind die Protagonisten hier, auf ihren Roadtrip zu gehen und einfach Amerika zu erkunden oder zumindest so ein paar Orte davon natürlich. Ich fand es nämlich auch richtig, richtig cool, dass die beiden auch so viele Leute kennengelernt haben und dass man die Leute nämlich auch mit den beiden kennenlernt und dass die einfach so viele verschiedene Geschichten erfahren und keine Ahnung, einfach fremde Leute treffen, denen sie dann vielleicht Sachen anvertrauen, die sie nicht anderen Leuten anvertrauen, also Leuten, die sie kennen so. Und ich fand auch, dass das Buch nie langweilig war, also es hat sich nie großartig gezogen, aber es war auch nicht der Fall, dass es irgendwie sich sehr überstürzt angefühlt hat, sondern es hat einfach alles richtig, richtig gut gepasst, so wie es geschrieben wurde und so mit der Zeit, die da vergangen ist. Und ja, es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Was ich bei dem Buch so ein bisschen zu bemängeln habe, wobei es kein richtiger Mängel für mich ist, weil ich nämlich nicht damit gerechnet habe,
dass das überhaupt so behandelt wird, ist, dass das Thema mit dem Tod von Amys Vater nicht so tiefgründig behandelt wird. Aber wie gesagt, habe ich damit gar nicht gerechnet. Ich habe mich auf eine lockere und leichte Sommerlektüre eingestellt und die habe ich auch bekommen. Das heißt, ich kann es auf jeden Fall sehr, sehr gut empfehlen. So als Strandlektüre oder allgemein für den Sommer, finde ich, ist es ein richtig, richtig gutes Buch. Ja, die Tiefgründigkeit, also es wurde schon sehr, sehr oft aufgegriffen, dieses Thema. Und es wurde jetzt auch nicht so sofort wieder fallen gelassen. Aber es war halt jetzt auch nicht so tiefgründig, dass es einen zum Beispiel zu Tränen rührt. Aber wie gesagt, das habe ich bei dem Buch auch gar nicht erwartet. Und ich finde, es würde auch gar nicht zu dem Buch passen. Ja, es hat mir aber auf jeden Fall, wie gesagt, richtig, richtig gut gefallen. Und ich kann es nur empfehlen. Das nächste Buch, das ich dann beendet habe, habe ich heute beendet. Und zwar Heat of the Moment von Lauren Barnhold. Das Buch hat mir leider nicht so gut gefallen. Das ist ein Young Adult Buch, genauso wie das andere auch. Aber ich finde, bei dem hat man es auf jeden Fall viel, viel mehr gemerkt. Man merkt einfach, dass unsere Protagonistin Lila sehr jung ist und auch noch ein bisschen, weiß ich nicht, unerfahren und vielleicht auch unreif. Und dass auch die Beziehung zu ihrem Freund sehr, sehr unreif ist irgendwie. Also ich weiß nicht, es war so teilweise fand ich das Buch eigentlich richtig gut und auch humorvoll. Aber dann gab es einfach wieder so Stellen, wo ich mir so gedacht habe, weiß ich nicht, da jetzt so eifersüchtig sein oder dass es jetzt ein Problem ist, dass er mit seiner Freundin was unternommen hat, also dass ihr Freund, also Derek, dass der was mit seiner besten Freundin, sagen wir, unternommen hat, ohne dass Lila was davon wusste. Das war dann auch irgendwie so ein bisschen so, ja, keine Ahnung, wenn die halt dann auch zufällig dort dabei ist, wenn er was mit seinem Kumpel unternimmt, dann weiß ich auch nicht, also keine Ahnung, sowas halt. Aber ja, da muss man sich halt drauf einstellen. Was auf jeden Fall ein Pluspunkt ist, ist, dass die Schrift ziemlich groß ist oder relativ groß und dass man dadurch dann auch sehr, sehr schnell vorankommt. Denn ich habe das Buch auch innerhalb von 2 Tagen durchgelesen, wobei es eher so ungefähr 1 Tag war, wenn man jetzt das zusammenrechnet, ist egal. Auf jeden Fall geht das auf jeden Fall schnell. Das habe ich, glaube ich, gerade 2-mal auf jeden Fall gesagt. Ich habe ja Band 2 und 3 auch zu Hause und ich glaube, ich werde die auch lesen. Einfach aus dem Grund, weil sie schon da sind und weil sie sich eben sehr schnell weglesen lassen. Aber ja, ich würde das auf jeden Fall jetzt nicht so empfehlen bisher, dieses Buch. Ich fand es auch richtig seltsam, was mir gerade noch einfällt, dass sie nämlich auf einer Klassenfahrt waren. Und keine Ahnung, wie das bei euch ist, aber bei mir waren Klassenfahrten oder Ausflüge mit der Schule immer geplant. Also es war zumindest an einem Tag waren so mehrere Aktionen geplant, die man halt gemeinsam eben ja so unternommen hat und dann hatte man von mir aus am Abend Freizeit und da konnte man sich dann frei bewegen oder was weiß ich was. Aber das war bei dieser Klassenfahrt irgendwie gar nicht so. Also die haben eine Klassenfahrt nach Florida gemacht und keine Ahnung, was man dort machen kann, aber da gibt es sicher was. Aber auf jeden Fall war das bei dem irgendwie so, dass die Lehrer nie wirklich vorkamen. Sie wurden zwar so ab und zu mal erwähnt, aber es wurden keine Aktivitäten unternommen. Die Schüler haben gefühlt immer das gemacht, was sie irgendwie wollten und waren überall verstreut. Und teilweise haben sie dann halt auch eben nicht in ihrem Hotel geschlafen, sondern irgendwo draußen oder sonst was. Und das fand ich so ein bisschen komisch. Okay, mir fällt noch was dazu ein. Das war nämlich so, es war nämlich hauptsächlich irgendwie so eine Dreiecksgeschichte. Und ich fand es ein bisschen komisch, dass dann Lailas... Okay, ich glaube, da drüben streiten gerade welche. Ignorieren wir das einfach, wir verstehen es ja sowieso nicht. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Dass Lila sich dann so schnell irgendwie in einen anderen verguckt und dann plötzlich so voll die Gefühle für den hat. Dabei vergehen halt auch nur so ein paar Tage und ich denke so, keine Ahnung. Ja, ein bisschen komisches Buch. Tut mir leid. Dann habe ich 2 Bücher angefangen und zwar einmal Die verborgenen Insignien des Pan von Sandra Regnier. Das habe ich ja... Oder das lesen wir als Buddy Read. Wir sind jetzt gerade auf Seite 119. Da habe ich ja den ersten und den zweiten Band auch schon als Buddy Read dieses Jahr gelesen, die mir beide nicht wirklich gut gefallen haben. Das Buch gefällt mir bisher ein bisschen besser als die anderen Bände, einfach weil jetzt schon mehr passiert. Aber es ist trotzdem jetzt noch nicht so ganz meins. Also ich komme einfach irgendwie mit der Art nicht klar, wie das Ganze erzählt wird, wie das Ganze behandelt wird und keine Ahnung, dass da so viele Fragen aufgeworfen werden, die dann irgendwie erst jetzt beantwortet werden, obwohl sie teilweise schon im ersten Band vorkamen. Und keine Ahnung, da kommen teilweise wieder so Sachen vor, die man eigentlich schon wieder vergessen hat, weil die so lange nicht behandelt wurden. Und das ist einfach, ich glaube, die Reihe ist einfach wirklich nichts für mich.
Ich hoffe auf jeden Fall nur, dass jetzt in diesem Band da jetzt in den letzten, also nicht 200 Seiten, keine Ahnung, wie viel das Buch hat, nur noch ein bisschen was Spannenderes passiert und dass sie nicht wieder zurück in der Schule landet und wieder nicht wieder über ihren Schulalltag erfahren, weil das, ja, davon habe ich auch schon genug. Und ja, mal schauen, wie das hier sich noch so entwickelt. Und das letzte Buch, was ich jetzt noch angefangen habe, habe ich gerade erst am Strand begonnen. Und zwar Rabbits von Terry Miles, was ich als Rezensionsexemplar bekommen habe. Und ich bin da jetzt auf Seite 32, das heißt noch nicht sehr weit. Vielleicht bin ich auch auf 33, ich weiß es gar nicht. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass ich mitten im Kapitel aufgehört habe, was ich ja normalerweise nicht gerne mache, aber uns wurde einfach zu heiß und dann haben wir halt beschlossen, wir gehen jetzt einfach direkt drauf und machen hier Mittagspause. Und ja, deswegen habe ich da mittendrin aufgehört. Ich kann eben noch nicht so viel sagen. Ich muss erstmal so ein bisschen mehr reinkommen in das Ganze, weil es ist jetzt noch ein bisschen verwirrend. Aber zum Schreibstil kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich da eigentlich, ja, dass mir da ganz gut gefällt. Aber selbst das ist nach diesen paar Seiten schwer zu sagen. Ja, das war es dann auch mit meinem kleinen Update. Ich habe auch bemerkt, dass ich hier so Streifen habe. Ich schätze mal, das kommt irgendwie vom Abstützen. Ich hoffe nicht, dass ich da jetzt irgendwie aus irgendeinem anderen Grund so komische Streifen habe. Ich bin auch schon braun geworden, keine Ahnung, ob man das sieht. Wahrscheinlich sieht es niemand außer mir, aber egal. So, wir werden jetzt auf jeden Fall unsere Koffer packen, weil morgen geht es nämlich dann weiter ins nächste und letzte Apartment. Jetzt packen wir zumindest mal so ein bisschen was ein und dann geht es wieder runter an den Strand, bevor wir dann wieder in die Stadt essen gehen. Es ist eh jeden Tag das Gleiche, aber es ist sehr schön. Oh, eins fällt mir noch ein. Ich habe mir was gekauft, ein Souvenir. Mache ich sehr, sehr selten. Aber das habe ich gesehen und dann wollte ich sofort eins mitnehmen. Es gab nämlich Lesezeichen. Ich habe mir dieses Lesezeichen hier ausgesucht. Da steht Croatia drauf. Und es ist halt einfach eine Frau, die komischerweise im Wasser schwimmt. Und sie hat voll lustige Arme. Das sind aber nur so Dreiecke. Ja, und hinten steht noch drauf, Best Summer Ever. Ja, und es ist halt so Holz, Lesezeichen. Ich fand es eigentlich ganz süß und dachte mir, warum nicht? Back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time. Wie ihr gerade gesehen habt, ist heute ein richtiger Regentag, was nicht unbedingt das ist, was man sich erhofft, wenn man an den Strand fährt. Aber egal, wir waren jetzt auf jeden Fall mal den ganzen Vormittag bisher im Apartment, haben ein bisschen gelesen und ich habe noch mal ein kleines Nickerchen gemacht, weil ich nämlich heute früh aufgestanden bin, weil wir eben früh zum Strand wollten, aber nachdem es jetzt regnet, war das ein bisschen unnötig. Naja, und ich habe auf jeden Fall in dem Buch hier weitergelesen. Das habe ich am ersten Tag begonnen, wie wir hergekommen sind, seitdem habe ich aber eigentlich nicht mehr drin weitergelesen. Und jetzt bin ich auf Seite 67. Meine Nase kitzelt. Ich muss aber heute auf jeden Fall noch bis Seite 208, glaube ich, kommen.
beziehungsweise heute und morgen, weil morgen ist nämlich der Abschnitt von nächster Woche, also von dieser Woche jetzt eigentlich fällig und ich habe den von letzter Woche noch gar nicht beendet. Aber egal. Jetzt haben wir aber beschlossen, dass wir nach Siebenik fahren und dort in so eine Art Einkaufszentrum, wo es halt zumindest ein paar Geschäfte gibt. Und ja, weil man kann nämlich sonst nicht wirklich was unternehmen, was nicht im Freien ist und es ist im Regen halt einfach nicht angenehm. Deswegen machen wir jetzt mal das und hoffen, dass es dann wenigstens aufhört zu regnen später. Ja, weil dann könnte man zumindest draußen herumgehen, wenn man schon nicht am Strand liegen kann. Wir sind, wie ihr sehen könnt, wieder zu Hause angekommen und ja, das heißt, der Urlaub ist vorbei, logischerweise. Sehr schade, aber ich muss sagen, ich habe mich dann auch schon wieder sehr darauf gefreut, irgendwie wieder in den eigenen vier Wänden zu sein und einfach, ja, zu Hause zu sein und seine ganzen Sachen zu haben und zu wissen, wo was hingehört und einfach so seine Ordnung zu haben und keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich mich darauf sehr gefreut. Ich dachte mir, ich mache jetzt mal so ein ganz kurzes Reading-Wrap-Up nochmal für die Sachen, die ich im Urlaub gelesen habe, weil ich habe im Urlaub weniger gefilmt, als ich ja, das eigentlich geplant hatte. Also ich wollte so mehr kleine Sequenzen machen, aber irgendwie habe ich dann teilweise drauf vergessen oder es war mir irgendwie zu unangenehm, jetzt einfach dort zu filmen. Ich meine, ich habe wenigstens einiges an Essen gefilmt und meine Bücher am Strand. Jetzt muss ich niesen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal ganz kurz ein Wrap-up. Ich habe hier meine Bücher in keiner besonderen Reihenfolge stehen, sondern einfach so hingelegt, wie ich die aus meinem Koffer rausgeholt habe und so weiter. Deswegen ist das erste Buch hier Die verborgenen Insignien des Pan, also das ist eben, wie gesagt, der dritte Band der Reihe. Den lese ich ja im Buddy Read und wir haben bis Seite 271 gelesen im Urlaub, weil wir jeden Tag so 30 Seiten lesen. Die letzten 30 Seiten habe ich dann gestern auf der Heimfahrt gelesen, während wir im Stau gestanden sind, weil das Buch dann doch ein bisschen spannender war als der Stau. Es war aber trotzdem nicht spannend. Also, keine Ahnung. Die Reihe ist einfach wirklich überhaupt nichts für mich. Ich will jetzt einfach nur noch wissen, wie es ausgeht. Und es sind jetzt nur noch so knappe 100 Seiten übrig, würde ich sagen. Nicht ganz, ja. Und es müsste aber noch so einiges hier aufgeklärt werden. Und ich finde es einfach so verwirrend, weil jetzt plötzlich in den letzten, im letzten Abschnitt, also in den letzten 30 Seiten ungefähr, wurden so viele Sachen plötzlich irgendwie aufgebracht und aufgeklärt und Anführungszeichen, es wurden eigentlich wieder neue Fragen aufgeworfen. Aber ja, dadurch, dass dann halt die ganzen 2,5 Bücher bis jetzt eigentlich nicht wirklich sehr viel aufgeklärt wurde, war das dann halt einfach da viel zu viel auf einmal. Und deswegen frage ich mich, läuft das jetzt die nächsten 100 Seiten so ab oder dann erst wieder so in den letzten 20 Seiten oder irgendwas? Weil es gibt kein Folgeband mehr. Das heißt, hier muss doch jetzt eigentlich noch alles aufgeklärt werden. Keine Ahnung, ich finde es aber bisher eigentlich nur verwirrend und ja, gefällt mir leider nicht. Das nächste Buch, was ich dann da oben liegen habe, ist Ophelia's Gale, der zweite Band. Ja, von Lena Kiefer, da hat er jetzt leider so einen kleinen... Ist ein bisschen aufgebogen, aber egal, es war halt am Strand mit, da passiert sowas. Ist ja nicht so schlimm, Hauptsache es sieht zeitlich schön aus. genau, da bin ich jetzt auf Seite 165, das heißt, da habe ich so viel gelesen. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Der erste Band hat mir unglaublich gut gefallen und beim zweiten geht es jetzt direkt weiter. Und ich finde das so cool, dass es jetzt irgendwie so einen Umschwung gibt und das irgendwie so in diese Richtung geht. Und ich weiß nicht, ich finde es einfach richtig, richtig gut. Das ist auch schon mal so das genaue Gegenteil von Pan. Weil hier einfach im zweiten Band direkt am Anfang schon wieder sehr, sehr viel Spannendes passiert. Und keine Ahnung, ich bin einfach mega gespannt drauf, wie es hier weitergeht. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die gesamte Reihe für mich ein Highlight wird.
Dann habe ich hier Elias und Laia liegen. Da habe ich ja bis Seite 209 gelesen, weil wir hier eine Leserunde veranstalten oder eine Leserunde eben haben. Und genau, die ersten zwei Abschnitte waren bis Seite 209. Die habe ich auch alle im Urlaub gelesen, weil ich davor nicht dazu gekommen bin. Und jetzt geht's diese Woche weiter. Das Buch gefällt mir bisher auch richtig, richtig gut. Ich habe mir echt was anderes erwartet. Also ich habe erwartet, dass es nicht so brutal ist, aber es ist schon teilweise richtig krass. Aber ich finde es eigentlich sogar ziemlich gut. Also gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ich bin auch unglaublich gespannt, wie es hier weitergeht. Und ja, dann habe ich hier, ups, People We Meet on Vacation liegen. Das wollte ich ja unbedingt im Urlaub lesen, weil ich mir dachte, das ist das perfekte Urlaubsbuch. Ja, ich habe bis Seite, da steht gar nicht mehr, ah, da oben stehen die Seiten, bis Seite 13 gelesen. Naja, war jetzt nicht so viel, ich habe gerade mal den Prolog gelesen. Aber keine Ahnung, irgendwie hatte ich dann doch nicht so viel Lust auf das Buch. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, für englische Bücher, da muss ich mir einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und ich wollte im Urlaub irgendwie mehr lesen, weil ich weiß, dass ich jetzt wieder weniger dazu komme. Dann wollte ich eher mehr so andere Bücher beenden. Hat zwar nicht so ganz funktioniert, aber ich habe zumindest in jedem Buch gelesen, das ich mitgenommen habe. Und das ist ja schon mal gut. Dann haben wir hier noch Rabbits von Terry Miles. Da bin ich auf Seite 139. Da muss ich sagen, dass ich auch am Anfang meine Schwierigkeiten hatte, so reinzukommen, beziehungsweise finde ich es jetzt teilweise auch noch so verwirrend. Ich finde, es ist sehr spannend aufgebaut, also so, dass man halt immer wieder wissen will, wie es weitergeht und dass man einfach selbst so im Unwissen gelassen wird. Ist das Deutsch? Ich weiß nicht. Aber ich habe auch einfach bemerkt, dass es für mich jetzt nicht das perfekte Buch für den Strand ist. Also dort lese ich eigentlich dann doch lieber eher so, ja, so Liebesgeschichten oder halt so leichte Romance-Bücher, weil man ja doch am Strand ziemlich oft mal abgelenkt wird. Also dann ist zum Beispiel dir mal mittendrin irgendwie heiß und dann gehst du dann doch ins Wasser und hörst mittendrin irgendwo auf oder du drehst dich herum oder packst irgendwas aus und so weiter. Und das ist halt bei dem Buch irgendwie dann so ein bisschen blöd gewesen, weil ich dann oft Sachen zweimal gelesen habe oder dann halt so ein bisschen rausgekommen bin, weil ich doch abgelenkt wurde. Und deswegen denke ich, es war einfach nicht das perfekte Buch für den Strand, obwohl ich mir das eigentlich auch gedacht hätte, dass man es im Urlaub halt wegsuchten kann. Aber egal, da werde ich jetzt auf jeden Fall auch wirklich bald oder gleich weiterlesen, damit ich das dann rezensieren kann. Ja, und dann habe ich ja noch zwei Bücher beendet, Amy on the Summer Road von Morgan Matson und Heat of the Moment von Lauren Barnhold. Die habe ich jetzt aber schon in mein Regal wieder eingeräumt, deswegen werde ich die jetzt nicht nochmal ausräumen, aber ich glaube, dazu habe ich ja schon meine Meinung gesagt. Und ja, dann würde ich sagen, war es das jetzt auch mit meinem Urlaubsvlog. Ich bin sehr, sehr traurig, dass er jetzt vorbei ist und dass ich jetzt wieder Biochemie lernen muss. Aber es hilft ja nichts. Dafür hatte ich meine schönen Tage im Urlaub, wo ich nichts lernen musste. Ja, aber es fühlt sich immer ein bisschen blöd an, wenn es dann wirklich wieder soweit ist, dass man wieder was machen muss. Egal, darüber denken wir jetzt nicht nach. Ich würde mich auf jeden Fall jetzt bedanken bei euch, dass ihr das Video angeguckt habt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe euch so ein bisschen ein Urlaubsfeeling vermitteln können. Und ja, dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss!